Und zwar die Leute, die uns gerade zuhören. Als erstes ein kleiner Test. Wer kann unsere Worte hören? Dann eine kleine Frage. Ich will nicht eure politische Meinung hören. Aber eine kleine Frage. Wer von euch hat das Gefühl, dass die Entscheidungen, die unsere Politik im Moment macht, dem Wohle der Menschen dient? Bitte melden. Wer hat daran Zweifel? Dankeschön. Was den ESM betrifft, habe ich aus dem Internet weitere Informationen, von denen ich nicht weiß, wie viel davon weiß. Ich würde gerne mit euch herausfinden, was daran wahr ist. Unter anderem wird behauptet, der ESM richtet ein Gremium ein, was von keiner staatlichen Behörde oder zwischenstaatlichen Behörde kontrolliert wird, sondern es ist total fragwürdig, wer auch immer dieses Gremium bildet. Zudem wird behauptet, der ESM sei rechtlich nicht angreifbar, kann jedoch aber Klagen gegen Staaten und gegen Individuen. Den Rest habe ich vergessen. Ich habe selbst den ESM-Vertrag gelesen. Dass man sie nicht juristisch in irgendeiner rechtlichen Art und Weise angreifen kann. Sie sind von der Haftung ausgeschlossen, die Leute. Die das beschlossen haben. Mic-Check. Bedeutet das nicht auch, dass die Verfassung aller Länder, die diesen Vertrag unterschrieben haben, außer Kraft gesetzt werden. Das ist eine Frage. Ich habe da so Gerüchte gehört. Ich habe das so verstanden, dass die Länder diesen Vertrag erfüllen müssen, egal ob die Menschen oder die Parlamente jetzt etwas dagegen haben. Mic-Check. Soweit ich weiß, steht noch die Ratifikation des Vertrages. Das heißt die Annahme. Durch die jeweiligen Staaten und durch deren Parlamente aus. Ich frage mich, wann der Bundestag darüber zu entscheiden gedenkt. Mic-Check. Dann frage ich mich, wie Sie mit Griechenland schon so genau darüber verhandeln können.
Wenn die europäischen Länder und ihre Parlamente dem noch nicht mal zugestimmt haben. Außerdem habe ich gelesen von einem Wirtschaftsprofessor, der geschrieben hat, dass Deutschland von Griechenland verlangt, Waffen zu kaufen. Wie kann das sein? Und warum hat das was mit dem ESM-Vertrag zu tun? Kann mir das einer sagen? Mike Check. Ich kann die Frage auch nicht beantworten. Aber ich habe gehört, dass Griechenland einer der größten Abnehmer deutscher Waffen ist. Ich habe auch gehört, dass Deutschland Waffenimporteur Nummer 1 in Europa ist. Und weltweit an dritter Stelle steht. Im Waffenexport. Mike Check. Das stimmt. Mike Check. Wie war eigentlich die Geschichte? Vor einigen Monaten. Wurden 200 Panzer. Verkauft an Saudi-Arabien. War das so? Ich erinnere mich daran, dass das gerade die Zeit des arabischen Frühlings war. Also überall in der Region. Große Demonstrationen und Unruhen stattfanden. Und Regime gestürzt sind. Ich habe ein Werbevideo gesehen. Für diesen Panzer. Wisst ihr, wie er beworben wurde? Er ist besonders mobil. Und kann deswegen auch gut im städtischen Bereich gegen Aufstände eingesetzt werden. Mike, wenn wir schon über Krieg sprechen, wisst ihr alle eigentlich, dass gerade ein Kongress der Polizei und ein internationaler Militärkongress hier in Berlin stattfindet und dabei darüber gesprochen wird, eine außerstaatliche Polizei in Europa zu schaffen, die gegen eigene Bevölkerung vorgehen soll. Über Staatsgrenzen hinaus. Macht euch das keine Angst. Mir als Deutsche. Kommt das irgendwie bekannt vor? Besonders im Augenblick. Besonders im Augenblick.